Der Sommer ist wieder da. Es gibt Badewetter diese Woche und zwar die ganze Woche. Das ist jetzt mal Samstag, der wahrscheinlich heißeste Tag. Da sehen wir verbreitet auch mal 30 Grad. Auch im Norden wird es warm, mit der Spitze wohl irgendwo am Rhein oder am Main mit über 30 Grad. So, aber wie lange hält diese Hitzewelle und was hat das vielleicht sonst noch mit dem Wetter in Europa zu tun? Das wollen wir uns anschauen. Also, erstmal bleibt es auf jeden Fall die ganze Woche warm. Woran liegt das? Es kommt sehr warme Luft aus Südwesten nach Deutschland. Also hier, aus Spanien kommt sehr heiße Luft nach Deutschland. Da gibt es halt die Temperaturen über 30 Grad. Bei uns gleichzeitig zieht die Hitzewelle in Südosteuropa ab. Da setzt Nordwind ein. Mit ein bisschen Glück könnte es dort sogar vielleicht ein bisschen regnen. Aber die Sahara-Luft ist nicht weg, sondern die hat sich nur verlagert. Und zwar nach Spanien. Achtung, hier wird es bis 47 Grad heiß am Wochenende. Und wahrscheinlich droht dort auch eine sehr hohe Waldbrandgefahrenstufe. Also bitte vorsichtig in Spanien. So, was heißt das für uns jetzt? Wie geht es weiter? Wir sehen, dass wir Anfang nächster Woche so eine leichte Abkühlung haben hier in Norddeutschland. Im Süden bleibt es wohl warm und das passt ganz gut auch zu den Klimamodellen, denn in Osteuropa setzt eine markante Abkühlung ein. Das sehen wir hier. Es wird dort sehr viel kühler. Da war es ja sehr, sehr heiß, aber es wird im August hier kühler, sieht man hier ganz gut. Aber über Frankreich hält sich die Wärme und davon können wir auch eine ganze Menge abbekommen. So, und dementsprechend ist auch so ein bisschen die Langfristprognose für Deutschland. Also die erste Hitzewelle in dieser Woche ist sicher. Die zweite hier, die ist nicht so ganz sicher. Kommt darauf an, wie weit die Wärme von Frankreich zu uns vordringen kann. Und der Rest des Augusts wird wohl eher durchschnittlich sein, aber wahrscheinlich durchschnittlich sommerlich. Könnte auch einen positiven Trend geben, also einen warmen Trend geben. Also die Aussichten für Deutschland sind nicht schlecht. Der Sommer ist wieder da und er wird wahrscheinlich auch nicht nur eine Woche, sondern vielleicht auch zwei Wochen oder sogar ein bisschen länger bei uns bleiben. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.